Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Glatt rasiert. Ja, zum heutigen Video bin ich eigentlich inspiriert worden durch einen Kommentar, und zwar von Sigi Kalkmann. Sigi Kalkmann, eines der Top-Supporter hier dieses Kanals. Schöne Grüße gehen raus zu dir, Sigi, nach Hannover. Ich tausche mich mit Sigi häufig aus oder regelmäßig aus, muss man sagen. Und zwar meistens über das Thema Düfte. Denn Sigi ist genauso ein Duftverrückter, wie ich es bin. Wir haben beide auch einen Account auf Parfumo, der großen Duftplattform, wenn man so will, oder Duftcommunity hier in Deutschland, und haben da jeweils auch unsere Duftsammlung veröffentlicht. Für jeden, den das interessiert, blende ich euch einmal unten in der Videobeschreibung die Links hier zu unseren Duftsammlungen ein. Das ist vielleicht ja für den einen oder anderen durchaus interessant. Ja, und Sigi hat in einem Kommentar Duft beschrieben. Das möchte ich euch einmal vorlesen, denn das fand ich total interessant. Sigi Kalkmann schreibt also über einen Duft: wie es bei der Gartenarbeit am Ende des Oktober- oder Novembertages riecht, an dem man den Garten endgültig winterfest gemacht hat und dabei jede Menge Erde geschaufelt und mit den Händen Stauden und Rosen angehäufelt hat, um sie vor Frost zu schützen. Wenn du alle Gartengeräte wegräumst und einen letzten Blick auf dein Werk richtest, und dabei die feucht-kalte, erdige Luft einatmest, bekommst du genau den Duft in die Nase. Und das hat mich total interessiert, geradezu poetisch geschrieben hier, Sigi, muss ich sagen. Also echt toll. Und Sigi kam auf diesen Duft hier zu sprechen. Das ist The Gardener von Areffas. Ja, toller Duft, wie er hier beschrieben wird. In der Duftbeschreibung bei Areffas Soap sind als Duftnoten angegeben Erde und Matsch und dezente blumige Anklänge. Also das ist total interessant. Ich will einmal dran schnuppern schon mal. Eingangs. Ja, astrein. Also riecht wirklich toll. Ist ein besonderes Dufterlebnis, muss man sagen. Ja, hier die Sachen von Areffas Soap. Ich kann das ja auch nur empfehlen. Tolle, tolle Sachen. Wird hergestellt in der Ukraine, in Kiew. Auch an dieser Stelle schöne Grüße nach Kiew zu Alesia, die dort das Business hier von Areffa betreibt. Alles handgemachte Sachen. Zu günstigen Preisen, muss man sagen, hier 50 Milliliter. Ich bestelle mir immer diese kleinen Gebinde, weil sich das denn hier sonst einfach zu schnell ansammelt. Die Sachen sind dann immer relativ schnell leer. Finde ich eine tolle Sache, dass es auch in solchen Gebinden angeboten wird. 50 Milliliter Aftershave hier, 5 Euro. Und hier so eine kleine Probierpackung, 20 Gramm sind da drin. Das reicht auch für was weiß ich, fast 10 Rasuren oder so, kostet 3 Euro. Also tolle, tolle Sachen, duften alle super geil. Also da sind wirklich einige tolle Eigenkreationen bei und einige Sachen, die dann großen Duftvorbildern nachempfunden sind zum Beispiel. Also wirklich kann ich nur empfehlen, da einmal raufzuschauen bei Areffas Soap. Ist in der Ukraine, Versand dauert ein bisschen länger. Die letzte Lieferung hat, glaube ich, hier 12 Tage gedauert, dann war das da. Es ging auch schon mal schneller, das ist immer abhängig wahrscheinlich, wie gut da die Post in der Ukraine funktioniert. Ja, eine schöne Geschichte hier, die Seife im Übrigen aus Bärenteig. Da will ich auch mal eben nochmal dran schnuppern. Ja, als Grundlage Bärenteig, also wenn man hier so in Deutschland Seifen kauft, dann sind sie ja oft aus, entweder sind das vegane Seifen oder es wird so Rinderteig benutzt. Hier Bärenteig, und da habe ich erst gedacht, Bärenteig, Bären sind doch geschützte Tiere, die dürfen doch gar nicht bejagt werden. Das mag sein, in Deutschland wohl nicht, aber in anderen europäischen Ländern dürfen diese wohl noch bejagt werden. Es ist ein geschütztes Tier, aber mit den Sachen hier von dem Bären, da darf mit gehandelt werden, das muss halt nur angezeigt werden. Ein- und Ausfuhr von diesen Sachen müssen gemeldet werden. Also Bärenteig
eher selten hier in Rasierseifen. Das ist schon eine besondere Sache. Ob das denn unbedingt sein muss, keine Ahnung. Also Bärenteig wird wohl sonst auch benutzt so zur Waffenpflege, habe ich gelesen. Also wusste ich vorher auch nicht, keine Ahnung. Also, ja, das sind also hier die Sachen, um die es geht, um die sich diese Duftbeschreibung dreht. Eine erdige Geschichte hier. Ja, um so ein bisschen das passend zu machen. Das Thema quasi Ukraine, weil die Sachen ja hier aus der Ukraine kommen, hat mir dann auch ein anderer toller Supporter des Kanals, der Top-Supporter sozusagen, Arthur Gatzkin Rasierhobel, zugesendet, der nämlich ebenfalls aus der Ukraine kommt. Und das ist dieser hier, das ist der Brigantine-Rasierhobel. Ja, Hobel aus der Ukraine, wie gesagt, wurde dort 1984 bis 1991 hergestellt in Odessa, der großen Hafenstadt am Schwarzen Meer. Dort wurde der hergestellt, in der Ukraine. Also damit wollen wir uns dann heute rasieren. Rasierhobel aus der Ukraine, Rasierseife aus der Ukraine und Aftershave aus der Ukraine. Tolle Geschichte, freue ich mich sehr drauf. Ja, Ukraine, also. Das ist hier kein Politikkanal, das ist so. Ich möchte hier auch gar keine politischen Diskussionen haben in den Kommentaren, aber dieser Ukraine-Krieg, der ist nun mal da. Das ist Tatsache und das ist ein furchtbares Verbrechen, was da stattfindet, dass da ein Land meint, jetzt ein anderes Land da komplett zerstören zu müssen und auslöschen zu müssen. Also das ist nun mal so. Und das werde ich hier auch, da werde ich mir auch hier das Recht rausnehmen, über diesen furchtbaren Krieg hier zu reden, weil das ist ja eben da. Ne? Es geht auch nicht, dass man jetzt vor diesem Krieg hier völlig die Augen verschließt oder so. Das ist Realität, das ist unser Leben, Teil unseres Lebens und das ist nun mal da. Ne? Und dass da, wie gesagt, so ein unmenschliches Verbrechen stattfindet hier mitten in Europa. Mit Tausenden, zigtausenden Toten, wo jeden Tag seit Jahren immer wieder Menschen sterben, unschuldige Menschen auch. Das ist eine ganz furchtbare Angelegenheit. Ja, und da, ja, eigentlich ist das hier so ein bisschen die Insel der Glückseligkeit, wo sowas eben nicht stattfindet, aber das kommt einem eben hinterher. Ne? Und man kann das auch nicht völlig ausblenden. Das ist halt nun mal ein Teil der Realität. Ja, wir wollen, wie gesagt, heute so eine kleine Ukraine-Rasur machen. In Gedenken quasi an die, ja, oder Freunde in der Ukraine. Das ist der Hobel, den ich euch hier zeigen möchte. Der Brigantine-Hobel ist ein einfacher Rasierhobel. Plastikgriff, ganz einfacher Plastikgriff, hat hier oben so eine kleine Einlassung hier, Metallgewinde drin und so sieht Kopf- und Basisplatte aus. Ist Metall, kann man sehen. Hier schon die Lackierung abgegangen. Hier der Kamm geschlossen mit mega dicken, fetten Schaumdurchlässen hier. So sieht der Kopf von vorne aus. Also ist noch relativ gut in Schuss, sag ich mal. Ne? Kann man sich auf jeden Fall super mit rasieren. Ich will ihn mal wieder zusammen setzen oder legen das mal hier beiseite. Wir wollen ihn füttern hier mit der Euromax-Klinge. So schaut die aus. Ist eine Klinge aus Indien. Ja, aus Indien kommt Klinge. Also da bin ich eigentlich noch von keiner so richtig enttäuscht gewesen, muss ich sagen. Hier die Euromax, auch eine relativ vernünftige Klinge, mit der werden wir uns heute rasieren. Ich habe hier schon mal eine rausgenommen. Packen wir dann gleich in den Hobel rein. Ja, die Seife habe ich hier schon reingetan in diesen schönen ja, Kupferschüssel hier sozusagen. Das werden wir so als Shaving Bowl nehmen. Eignet sich sehr gut hier. Die ist so ein bisschen ja gedengelt oder wie nennt sich das hier? Ja, gehämmert, glaube ich, nennt sich das auch. Dann werden wir die aufschlagen und zwar mit diesem Pinsel, den Paul H. Smoking. So schaut er aus hier, Paul H. Smoking von DS Cosmetic. Da werden wir schön die Seife drin aufschlagen in dieser schönen Schale. Ja, zum Abschluss gibt es dann hier den Gardener ins Gesicht als Aftershave Splash. Tolle Sache, ja. Und dann sind wir soweit durch. Das wollen wir heute nutzen. Es ist sehr schade, dass es von diesem Set hier
nicht die Pre-Shave-Creme gibt. Von der bin ich absolut überzeugt. Von den Sachen von Refashop, die Pre-Shave-Cremes sind astrein. Gibt es leider auch aus dieser Serie nicht. Die machen unheimlichen tollen Gleitfilm auf die Haut. Also das ist, fühlt sich richtig super an. Also bin ich richtig von begeistert. Deswegen werden wir als Pre-Shave heute nehmen hier die Proraso Pre-Shave-Creme, wie nennt sich die genau noch? Protetivo, genau. Schützende Pre-Shave-Creme von Proraso. So soll heute die Rasur werden. Es kann sein, kritisches Zeitfenster, dass gleich der Paketbote hier noch klingelt von Hermes und ich ein Paket abgibt. Müssen wir mal gucken. Da muss ich kurz zur Tür. Lässt sich nicht ändern. Ja, okay, dann denke ich, fangen wir langsam an. Ich werde mir erstmal das Gesicht hier einmal nass machen und die Bartstoppel so ein bisschen anfeuchten. Obwohl ich bereits geduscht hatte, sind die Bartstoppeln denn im Prinzip schon gut vorbereitet. Ne? So, hier die Euromax, die will ich hier einmal aus Indien einmal auspacken. Dann kann ich euch die Klinge einmal zeigen, wie sie aussieht. Offensichtlich auch wirklich interessant für viele, wie die Klingen ausschauen. Deswegen packen wir sie einmal aus. Oh, hier kleben wieder die Punkte dran. Hier kriege ich hier nicht richtig so. So. Euromax Platinum Coated. So schaut sie aus, hier die Klinge. Klebt hier fest dran mit den Punkten. Klebepunkte dran. So, dann können wir uns hier den Kopf nehmen. Einmal die Klinge rein. Zack. Hat hier einen schönen Klingenüberstand, oder was heißt schön, hat einen Klingenüberstand. So schaut die Sache aus. Wollen wir mal gucken, wie sie drin sitzt. Fühlt sich schon mal sehr mittig an. Viel Spiel hat die Klinge hier auch gar nicht. Ein klein wenig mal korrigieren, hier rüber. So liegt sie super astrein drin hier. Liegt schön gerade drin. Hier kann man sehen, kleine. Oder so klein ist er gar nicht. Ganz schön Klingenüberstand. Also vorsichtig bei den Leuten, die sich unter der Nase rasieren. Das ist bei mir nicht so. Brauche ich nicht. Auch eine gute Sache. So, Klinge ist drin. Barthaar ist nass. Dann können wir jetzt ein bisschen Pre-Shave hier auftragen. Aufs Gesicht. Heute habe ich auch einen Spiegel gedacht. Er steht hier. Und kann ich mich gut sehen hier. So, Seife ist drin, Pinsel mache ich hier einmal kurz nass. Und dann werden wir jetzt erstmal hier die Seife aufschlagen, Pinsel so ein bisschen Wasser raus. Und dann machen wir uns erstmal die Seife hier. Ja, finde ich super, dass in der Ukraine da dass Leute gibt, so wie Alesia, die da den Kopf nicht hängen lassen und dann ein tolles Business machen unter diesen ganzen widrigen Umständen. Und hier noch solche tollen Sachen hier herstellen für uns. Also finde ich ganz, ganz super, dass es da so viel Normalität noch gibt. Ja, man kann das hier sehen, das ist auch ein tolles Produkt hier. Man hat hier relativ schnell einen schönen, sahnigen Schaum. Astra, also. So, ich will mal so ein bisschen hier, ja, schaut euch das an, ganz wunderbarer Schaum. Ganz wunderbarer Schaum, herrlich. Fällt ein bisschen schnell zusammen, hier sehe ich gerade. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen schlagen müssen. Ne? Ja, hier ist der Duft gar nicht so ausgeprägt, muss ich sagen. Eher dezent in der Seife. Also die Seife ist gar nicht jetzt so heftig beduftet. Also dieser erdige, matschige Duft kommt hier nicht so rüber an der Seife.
Und ja, so ein klein wenig doch, riecht man das schon. So ein bisschen blümelig. Also ganz, ganz nett, muss ich sagen. Besonderer Duft. Ja, muss man mögen, so ein bisschen. Viele stehen ja eher auf süße Düfte oder so. Also ich bin ja auch eher so ein, ich mache es auch gerne herbe vom Duft her. Ne? So, jetzt wollen wir mal schauen, wie er hier rasiert, der Brigantine aus Odessa. War damals, glaube ich, ein relativ erfolgreicher Hobel. Ich lege hier mal an, wir gehen einmal von oben nach unten, ersten Durchgang, wenn wir hier rasieren, und wollen mal gucken. Klinge ist zu spüren. Absolutes Leichtgewicht hier. Ja, jetzt klingelt es. Jetzt muss ich einmal zur Tür. So, da bin ich wieder. Er hat gelacht. Naja, was soll's. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ach so, Leichtgewicht der Hobel. Ja. Ich kann gar nicht genau sagen, was für ein Material das ist. Aus was der besteht. Man findet relativ wenig jetzt Geschriebenes hier über den Brigantine Hobel, aber da wird sicherlich auch wieder irgendwelche Experten geben oder vielleicht auch Sammler, die da genaueres wissen, was das für ein Metall ist, der Kopf. Messing scheint das nicht zu sein. Messing ist ja ein gelbliches Metall. Das ist das hier nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. So, oh, normale Glätte macht er hier. Und wo, oh, hat er nicht schlecht gemacht hier. Die Klinge spürt man deutlich, aber ist jetzt nicht aggressiv oder so. Das würde ich jetzt nicht sagen. Dann machen wir es auch einmal das Gesicht ein bisschen nass. Bereiten wir alles vor hier für den zweiten Durchgang. Hier nochmal ein bisschen Seife aufbringen. Ja, hatte ich ja erst gedacht, dass die ein bisschen zu schnell hier in sich zusammenfällt. Tut sie aber nicht. Das sah erst so aus. Ist von der Konsistenz hier gut und verleiht auch eine gute Gleitfähigkeit, eine echt gute Gleitfähigkeit hier, die Seife. Und wie gesagt, ich habe da so einen kleinen Klacks rangemacht und da ist Seife hier in der Schorle, das reicht noch für etliche Durchgänge. Wunderbar. Ganz, ganz wunderbar. So, zweiter Durchgang. Gegen die Wuchsrichtung. Ich denke, wir werden ohne den Ausputzdurchgang nicht klarkommen. Also da werde ich hier unten wahrscheinlich wieder nochmal mit so einem halben Durchgang dann quer gehen müssen. Mal, mal gucken, wie er gegen die Wuchsrichtung rasiert. Ganz vernünftig. Macht er hier ganz vernünftig. Ja. Und toll glatt. Also gegen die Wuchsrichtung, da räumt er richtig ab. Er ist natürlich, dadurch, dass er so leicht ist, ist mal wieder versucht zu drücken. Da muss ich mich jetzt wieder sehr disziplinieren, nicht zu drücken. Manchmal ist das so ganz unwillkürlich, ne? Mit der Drückerei hier. Ganz, ganz wenig steht hier noch. Also der ist echt gründlich hier.
Und gar nicht, wenn man den jetzt kauft, es gibt ihn immer noch bei eBay oder auch Etsy hier zu kaufen, gar nicht mal so teuer für so einen Vintage-Hobel, muss ich sagen. Also kriegt ihn dafür einen, ich finde, guten Preis. Interessanter Hobel allemal. Ne? So, hier gehen wir nochmal so ein bisschen längs, einmal quer. Ganz leichter Druck nur. Weil das ja eigentlich auch immer die Stellen sind, die dann leiden bei mir. Ich da so oft drüber gehe. Auch hier so. Und hier so. Astrein, top. Ein toller gründlicher Hobel. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Klinge steht jetzt auch nicht so weit über. Also der Klingenvorsprung ist jetzt nicht besonders groß, zumindest hier nicht mit bloßem Auge zu sehen. Also hat eine schöne glatte Rasur gezaubert, dieser Brigantin. Bin ich sehr begeistert. Ein tolles Arbeitsgerät, wenn man auf so Sachen Vintage-Hobel steht. Das ist eine ganz besondere Geschichte hier, finde ich. Ich kannte ihn vorher noch nicht, bevor ihn mir Arthur hier zugesendet hat, und bin mit der Rasur absolut zufrieden. Werden wir uns einmal schön kalt abspülen und dann gucken wir uns die Sachen gleich nochmal von dicht an. Alles ab hier. Ja, also klein wenige Rötungen hier, ganz bisschen, aber ansonsten, da blutet nichts, keine Cuts oder keine Blutpunkte. Ja, bin ich wieder sehr zufrieden mit der Rasur hier, mit dem Brigantine und der Euromax. War ein gutes Pärchen, also die haben gut zusammengearbeitet, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden. Dann können wir uns im Prinzip das Gesicht gleich abtrocknen. Soll da was rauf irgendwie? Jetzt würde ich nicht sagen. Man könnte natürlich ein bisschen Witzschäsel jetzt nochmal nehmen oder so, damit sich die Poren hier noch so klein wenig schließen. Aber ja, da mache ich heute gar nichts drauf. Das wird jetzt abgetrocknet hier, das Gesicht, und dann kommt die schöne Aftershave drauf aufs Gesicht. Ach. Dann ist die Rasur nämlich heute vielleicht mal schneller durch und dauert nicht ganz so lange. Ne? So, die Brille nochmal eben schnell abklecksen hier. So. Hervorragend. So, dann kommt The Gardener hier. Finde ich auch cool hier, diese Zeichnung hier. Hier mit dem Spaten. Sieht ja eigentlich aus eher wie so ein Totengräber. Ne? Irre. Finde ich gut gemacht. So. Tolle Inhaltsstoffe hier drin, in dem Aftershave. Kann ich auch nur empfehlen. Allantoin ist drin. Oh, Witch Hazel ist drin. Oh, herrlich. Also Hamamelis. So, jetzt kommt dieser erdige Duft hier zum Tragen. Ich muss noch mal ein bisschen nehmen. Also es ist jetzt nicht sehr stark, der Duft, sondern eher so ein dezenter. Erdig und so ein klein wenig blümelig. Ein ganz bisschen floral. Erde und Matsch ist auch interessant. Ein Duft aus Matsch und Erde. Ihr seht, wie gesagt, man kann das sehen, also ich kann es fühlen, wie toll die Haut gepflegt wird. Also wo haben wir gerade stehen geblieben? Witch Hazel ist drin, Allantoin ist drin,
Es ist Panthenol drin, Glycerin ist hier drin. Also eine tolle Sache. Eine tolle pflegende. Ganz wunderbar, die Haut tut sich super an. Ich werde noch einmal hier was drauf tun. Heute vielleicht mal so ein bisschen übertreiben. Also wirklich schöne pflegende Stoffe drin. Die Haut reagiert auch gar nicht hier auf das Aftershave. Oft habe ich das ja, wenn ich mich jetzt rasiert habe und haue da Aftershave drauf oder auch meinetwegen eine Creme, dann, ja, dann rötet sich die Haut einmal ganz kurz. Also da, wo man so ein bisschen vielleicht zu doll rasiert hat, das wird dann einmal rot und klingt dann nachher allerdings auch schnell wieder ab. Aber das ist hier überhaupt nicht, ne? Keinerlei Reizung, nimmt die Haut richtig schön dankbar an und dann hat man diesen besonderen Duft. Es wird jetzt nicht unbedingt ein Lieblingsduft von mir sein, aber ich finde diese Duftrichtung, wenn man so will, finde ich ganz interessant, muss ich sagen. Also ich mag so gerne erdige, auch so waldige Düfte, finde ich immer ganz prima. Und wenn ich das hier so rieche, ja, toll. Ja, super. Das war also eine Ukraine-Rasur, wenn man so will. Und ja, herzlichen Dank an euch, dass ihr zugeschaut habt bei dieser besonderen Rasur. Die Sache von Arefasub, wie gesagt, kann ich Ihnen nur empfehlen. Das jetzt hier ein besonderer Duft. Ich habe noch einen tollen Duft oder noch zwei tolle Düfte von Arefasub, die ich euch auch noch vorstellen werde in der Rasur, die dann wieder eher so mein Duftinteresse dann entgegenkommen. Das hier, wie gesagt, ein toller Duft, auf den ich sehr gespannt war, weil Sigi ihn da in der Duftbeschreibung so toll beschrieben hat. Und ich muss dir sagen, Sigi, du solltest das häufiger machen. Also das liegt dir sehr, Düfte so zu beschreiben. Finde ich eine tolle Sache. So, okay, genug geredet, sonst wird das wieder so ein langes Video. Ich mache jetzt hier Schluss an dieser Stelle. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich wieder sehr gefreut, hier mit euch zusammen mich zu rasieren. Würde mich freuen, wenn ihr im kommenden Video ebenfalls wieder reinklickt und dabei seid. Ja, und dann wünsche ich euch bis dahin schöne, nette Rasuren. Bleibt gesund und munter. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.